Ich habe gerade erwähnt, die Lockerungen sind eines der Themen, die natürlich bei uns besonders wichtig sind, über die die Politik jetzt viel reden. Und dazu gehören natürlich auch die Schulen, die jetzt wieder aufmachen. Immer mehr zumindest. Das Ausschlafen ist für hunderttausende Schüler also ab morgen wieder vorbei. Das gilt in den meisten Bundesländern und vor allem für die älteren Schüler. Aber wie finden Sie das überhaupt selber, dass Sie jetzt während dieser Corona-Krise wieder zur Schule müssen und auch das Abitur jetzt trotzdem schreiben? Genau darüber möchten wir jetzt sprechen mit Emily Marleen, 18 aus Hannover, Zoe, auch 18 aus Köln, und Benedikt, 16 aus Dresden. Schönen Abend an euch alle. Die erste Frage direkt mal an dich, Benedikt, weil du gehst jetzt schon wieder zur Schule. Diese Woche ging's los. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, während der Corona-Krise trotzdem wieder zum Unterricht zu gehen? Ja, also es ist ganz anders auf jeden Fall. Es ist so, dass wir halt die Schule Maßnahmen getroffen hat. Also es ist zumindest eine Mundschutzempfehlung gibt es bei uns an der Schule. Man darf nur einzeln auf die Toiletten gehen. Also die Lehrer bewachen quasi auf die Toiletten so ein bisschen. Desinfektionsmittel gibt es am Anfang immer. Also man muss die Hände desinfizieren. Und vor allem der Abstand muss eingehalten werden. Also die Lehrer rufen dann auch schon immer so Abstand halten und so. Also es ist eine ganz neue Situation. Und ich finde auch unsere Schule macht das super. Ja, trotz der strengen Vorgaben vom Kultusministerium da auch. Aber es ist nicht ganz so einfach. So, bei dir in Köln geht's, und ich muss einmal nachgucken, in gut 2 Wochen los mit den Abiturprüfungen. Die meiste Zeit musste man sich also jetzt zu Hause vorbereiten. Wie gut hat das für dich funktioniert? Vorbereitung zu Hause ist auf jeden Fall schwierig, aber es muss ja irgendwie klappen. Normalerweise hätte ich eigentlich Vorbereitungskurse besucht oder wäre in die Stadtbibliothek gegangen zum Lernen. Das ist halt alles gerade nicht möglich, und auch Termin mit meiner Nachhilfelehrerin für Mathe klappt gerade auch nicht, und irgendwie ist es halt nicht ideal. Und jetzt auch, da wir wieder die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, es ist zwar freiwillig, aber ob es so richtig freiwillig ist, ist dann ja auch wieder die Frage. So ein Nicht-Erscheinen wirkt sich ja immer negativ auf die Noten aus, und es ist irgendwie alles nicht optimal. Emily Marleen, bei dir in Hannover geht sogar am 11. Mai dann schon los mit der Abschlussprüfung. Ich erinnere mich noch gut, es war eine anstrengende Zeit, auch ohne die Corona-Krise. Das heißt, für euch muss es noch viel schlimmer sein. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du dran denkst, dass du bald dein Abi schreiben musst? Also ich habe auf jeden Fall total Angst davor, weil es geht ja jetzt los. Abi ist ja mit das Wichtigste in unserem Leben, was jetzt gerade auf uns zukommt. Ich habe auch irgendwie Angst, zur Schule zu gehen, weil damit bringe ich ja mich und auch andere in Gefahr. Ich meine, wir wissen alle nicht, wie dieser Virus ausgeht, wie es weitergeht. Also ich fühle mich total unsicher, und ich habe Angst, einfach was falsch zu machen, wenn ich jetzt zur Schule gehe, weil ich total wichtig finde, halt auch zur Schule zu gehen. Und ja, also ich habe Angst, wie gesagt, mich und andere in Gefahr zu bringen. Aber ich möchte dennoch halt mein Abitur haben. Deswegen bin ich in so einer kleinen Zwickmühle. Ja, eine Frage deswegen gleich mal in die Runde an euch drei. Findet ihr, man hätte sagen müssen, das Abi kann jetzt nicht geschrieben werden, oder tatsächlich auch das Durchschnittsabi, das angesprochen worden ist? Was hättet ihr für die richtige Lösung gefunden? Benedikt als erstes vielleicht. Ja, also ich mache im Realschulabschluss und mache kein Abi. Aber ja, also ich hätte gesagt so ein bisschen, weil jetzt kommt man sich gerade so ein bisschen vor, wie so ein bisschen Versuchskaninchen, finde ich. Also ja, also die Abschlussklassen werden jetzt hier erst in die Schulen irgendwie geschickt, und klar, es werden strengere Maßnahmen irgendwie getroffen, aber die Frage ist halt auch, werden die auch richtig von den Schülern dann von jedem Einzelnen eingehalten? Ich weiß nicht unbedingt, ob ich die Prüfungen komplett ausfallen lassen würde. Ich meine, klar, viele Schüler haben gerade wirklich Probleme damit zu lernen und so, aber ich würde sie auf jeden Fall erstmal verschieben, und dann kann man weiter überlegen. Also ich würde jetzt nicht gleich irgendwie eigentlich zum regulären Termin schreiben, weil für viele Schülerinnen und Schüler heißt das halt wirklich Stress so, ne? Wie seht ihr beide das? Sorry, Emily Marleen. Also meiner. Sorry, ist gar nicht so einfach. Zoe, vielleicht antwortest du einfach als erstes. Okay, dann fange ich einmal an. Ja, also mit dem Durchschnittsabi, ich finde einfach, man hätte sich mal fragen sollen, wie kann man diese Bedingungen jetzt irgendwie fair machen? Und so wie es gerade ist, ist es halt nicht fair. Ich persönlich habe auch noch Sport-LK, und wir müssen halt Sportprüfungen schreiben und noch Sportprüfungen abhalten quasi. Und auf die kann man sich alle nicht vorbereiten. Also ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht Leichtathletik trainieren. Und Teamsport, das geht auch nicht, so wegen Kontaktverbot halt. Und
es ist halt einfach super schade. Das wurde gerade, das Land wurde zugemacht und es war alles ein Monat, war alles Ungewissheit und man wusste jetzt nicht, muss man sich vorbereiten, wie geht's weiter? Und dann hätte man sich das auch irgendwie alles sparen können und wir hätten vielleicht eine bessere Vorbereitung bekommen. Und das Durchschnitts-Abi ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, weil in NRW ist es auch nicht vorgesehen quasi, dass man sich verbessert während des Abiturs. Wenn man eine Note abweicht, muss man nämlich in Abweichprüfungen gehen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Durchschnitts-Abi bekommen würden, wird es nicht mal so viel an der Note machen. So, jetzt nochmal als dritte gerne Antwort. Ich merke jetzt schon, das ist nicht einfach. Also Schule per Video wahrscheinlich auch nicht einfach gewesen. Emily Marleen, wie siehst du das? Wie hätte Abi jetzt am besten geregelt werden sollen? Genau, also ich bin total für ein Durchschnitts-Abi mit einer freiwilligen Prüfung, wenn man die halten oder machen möchte, da wir ja, also die Abiturprüfung zeigt ja nicht, dass wir unser Abi haben. Wir arbeiten ja schon seit Anfang an an unseren Noten, an unserem Abi und ja, also ich kann ja zum Beispiel auch keine Lerngruppen machen, ich kann nicht in die Bibliothek gehen, ich kann mich gar nicht wirklich darauf vorbereiten. Ich möchte halt diese Gleichberechtigung haben, die letzten Jahre auch hatten. Ich möchte meine Mottowoche haben, ich möchte einen Abiball haben. Und halt, wie gesagt, unsere Noten stehen ja, wie Zoe schon meinte, eigentlich fest, weil bei uns in Niedersachsen ist es auch so, wenn wir halt abweichen, müssen wir in eine Abweichprüfung. Deswegen sind unsere Noten ja schon geregelt, die wir die letzten Jahre halt auch bekommen haben und auch erarbeitet haben, finde ich, sind auch dann unsere Noten. Und deswegen bin ich halt für ein Durchschnittsabitur mit einer Prüfung, wo man sich dann halt noch verbessern kann oder möchte, wenn man das halt auch möchte. Aber ich möchte jetzt zum Beispiel nicht gezwungen werden, eine Prüfung zu schreiben und dabei dann mich und meine Familie oder meine Freunde mit in Gefahr bringen. Das kann ich verstehen. Ich drücke euch auf jeden Fall allen drei die Daumen, dass es trotz all dieser Umstände bei euch allen gut läuft in allen Abschlussprüfungen, die ihr dann jetzt habt. Und ja, hoffe, dass ihr Sachen wie Abiball und so weiter dann nachholen könnt, wenn sich die Situation wieder beruhigt hat. Vielen Dank auf jeden Fall an euch und noch ein schönes Wochenende.